Street-Scooter nennen sich diese Transporter und die hat sich heute die SPD-Fraktion des Siegener Kreistags mal angeguckt. Dafür waren hochrangige Postvertreter der Niederlassung Gießen nach Freudenberg gekommen, wo immerhin schon 14 dieser Elektromobile laufen. Die Post baut diese Autos sogar selbst und will in den nächsten Jahren ihre gesamte Flotte auf Elektro umstellen. Wir haben riesen Umweltverschmutzung, wir haben Feinstaubprobleme. Gerade im Stuttgarter Raum ist es ganz, ganz schlimm, sodass Dieselfahrzeuge komplett aus der Innenstadt verbannt werden. Und da wollen wir unseren Beitrag leisten, um halt eben die Umwelt zu entlasten. Weil man kann sich vorstellen, im normalen Zustellbetrieb anlassen, ausmachen, das wird unheimlich viel Energie verpulvert. Und das ist bei diesen Fahrzeugen kein Thema mehr. Und da haben wir uns gedacht, das gucken wir uns mal genauer an. Und eins ist klar, die Post wird leiser. Es hört sich schon irgendwie anders an, wenn Tim Filger mit seinem Street-Scooter in Freudenberg unterwegs ist. Kein scheppernder Diesel, sondern das Surren eines Elektromotors begleitet den Postboten bei seiner Arbeit. Die 80 Kilometer Reichweite sind für seine Touren ausreichend und es gibt einen angenehmen Nebeneffekt. Das ist schön, man braucht nicht mehr tanken, wohl. Also wir klemmen das einfach an die Ladestation an und man braucht sich über Tanken keine Sorgen mehr machen. Das ist auf jeden Fall schon von Vorteil. Bis zu 8 Stunden dauert ein Ladezyklus. Am Verteilzentrum in Freudenberg gibt es mehrere elektrische Zapfsäulen. Auch in puncto Arbeitnehmerfreundlichkeit will die Post mit den neuen, selbstentwickelten Autos punkten. Für das Packen der Fahrzeuge haben sich die Konstrukteure etwas einfallen lassen. Das ist viel einfacher, weil der viel höher ist vom Laden her, kommt man viel besser ran und ist viel einfacher. Viel leichter. Zeigen? Ja, hier, gerne. Man braucht sich schon nicht bücken nach unten hinten rein, sondern man kann schön stark aus reinheben und auch wieder rausheben. Groß einarbeiten brauchte sich Tim Filger in das neue Fahrzeug nicht. Lediglich beim Starten muss er sich ein wenig mehr Zeit nehmen. Alles ist ein bisschen langsamer, was aber gar nicht so schlimm ist. Wir müssen den Schlüssel einmal bis zur Hälfte rumdrehen, bis das System hochgefahren ist. Und dann ganz umdrehen. Und dann geht's an. Dann schwellt er sich kurz. Dann schnallen wir uns an. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Einmal nach hinten drücken und dann ist der Rückwärtsgang drin und los geht's. Insgesamt 2.500 Elektroscooter hat die Post bundesweit im Einsatz. Bis zum Jahresende will sie diese Zahl verdoppeln. Die Kinderkrankheiten des Projekts will man bis dahin hinter sich lassen. So mussten Spezialwerkstätten gefunden werden, die die Autos warten und bei einer Panne auch bergen können. Normales Abschleppen funktioniert bei Elektrofahrzeugen nicht. Tim Filger musste sich zunächst mit seinem neuen Arbeitsgerät anfreunden, das sich so ganz anders anfühlt als sein Vorgänger. Aber trotzdem. Mittlerweile hat man sich echt dran gewöhnt und wenn man dann noch mal ein Dieselfahrzeug fährt, ist das ungewohnt. Aber man muss auch langsam und vorsichtig fahren, weil man hört einen ja nicht. Und gerade bei kleinen Kindern oder alten Leuten ist das natürlich dann ganz schlimm. Dann erschrecken die schon mal oder so. Deswegen muss man da ganz besonders vorsichtig fahren. Und so wird Tim Filger künftig nicht nur vorsichtig, sondern auch ohne CO2-Ausstoß in Freudenberg unterwegs sein.